Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Mein Name ist Richard Ritchie Dobitzberger und es freut mich, bei dir heute wieder ein kleines Interview geben zu dürfen bei der Börsenmesse in Hamburg. Hamburg für dich wahrscheinlich der maximal weiteste Weg, um hier irgendwie auf einer Finanzmesse im deutschsprachigen Raum zu sein. Aber schön, dass du da bist auf jeden Fall und schön, dass du auch hier wieder am Wikifolio-Stand unter anderem über dein Wikifolio sprichst, den Leuten Rede und Antwort stehst, auch Einblick gibst in deine Strategie, denn genau das wollen wir hier auch wieder tun. Das Erste, was ich natürlich bei dir immer mache, ist, ich schaue auf zwei Zahlen. Erstens auf die Gesamtperformance, die bei dir ja sowieso immer verrückt aussieht. Das sind Stand jetzt gerade plus 1449,1 Punkte seit 2012, aber deine Jahresperformance, und darüber haben wir schon beim letzten Mal gesprochen, ist negativ. Nur noch minus 5,7%, als wir zuletzt miteinander gesprochen haben, sah es schon schlimm aus. Aber rote Zahlen stehen nach wie vor da. Wie sehr wurmt's noch oder hast du dich schon dran gewöhnt? Nee, also rote Zahlen, die stehen mir gar nicht. Ja, und natürlich wurmt das, aber im aktuellen Umfeld, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das aus meiner Perspektive eine vertretbare einstellige Zahl aktuell. Jetzt hat sich das Umfeld ja offenbar ein Stück weit geändert, weil die Stimmung eine ganz andere ist. Als wir zuletzt gesprochen haben, waren all diese Belastungsfaktoren noch super wie solche Damoklesschwerter über dem Markt. Man wusste nicht, was wird aus Russland. Manch einer hat von Weltkrieg gesprochen. Wir hatten Inflation, die Energiekrise, diese ganzen großen Themen, Notenbank und. Jetzt hat man das Gefühl, plötzlich hat sich die Stimmung geändert. Auch bei dir nur noch minus 5,7%. Wenn man sich die großen Indizes anschaut, dann ist dieses Minus, was man da im Sommer noch hatte, auch schon deutlich geschrumpft. Wie ist dein Eindruck? Wie sehr leben wir jetzt in einer anderen Welt als noch vor ein paar Monaten? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen eine positivere Stimmung jetzt durchaus in den Markt hineingekommen, insbesondere letzte Woche am Donnerstag mit besseren Inflationszahlen in den USA. Und ja, das gibt natürlich rein von der markttechnischen oder von der marktwirtschaftlichen Situation doch ein wenig auch Grund zur Hoffnung. Nicht allzu viel verändert hat sich im Portfolio. Ich habe mal meinen Blick reingewagt und auch da sehe ich wieder, die Rüstungsaktien bestimmen nach wie vor bei dir das Geschehen. Dein Szenario hat sich offenbar nicht verändert. Ja, beim Wikifolio selbst oder bei Anlagestrategien, wie es von mir im Wikifolio-Umbrella umgesetzt wird, wird das schon auch berücksichtigt. Also die sind aktuell ein wenig sogar abverkauft worden in den letzten Tagen. Nichtsdestotrotz ist die generelle übergeordnete Situation für mich doch noch eher negativ, wobei auch das sich rasch ändern kann. Also wie schon gesagt, sobald sich das aufhellen sollte, dann bin ich natürlich gerne wieder mit dabei. Und Plug-Bauers Position wurde ja auch gestern bzw. vorgestern ein bisschen wieder mehr fokussiert, mehr aufgenommen und schauen wir, wohin die Reise da geht. Rüstungsaktien abverkauft, so würde ich das noch nicht bezeichnen. Immer noch Rheinmetall hier 19,2% Gewichtung, Lockheed Martin 12,9%, NextEra Energy sehe ich hier, dann General Dynamics. Das sind alles noch deutliche Gewichtungen. Vor allen Dingen Rheinmetall und Lockheed Martin machen hier immer noch einen großen Teil aus. Also abverkauft wurde es nicht, aber es wurden wahrscheinlich Gewinne mitgenommen. Und damit hast du dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Plug Power gekauft. Ganz genau, also NextEra Energy ist höher gewichtet worden und Plug Power wurde etwas hochgewichtet. Das eine oder andere Unternehmen ist auf der Watchliste und da werde ich mir in den nächsten Wochen durchaus auch das Chartbild nochmal genauer ansehen, mit der Idee, eventuell hier nochmal Veränderungen durchzuführen. Das heißt aber, dein Szenario ändert sich gerade so ein kleines bisschen weg von ganz viel Rüstung, eher wieder hin zu Energie. Energie war ja sowieso und ist nach wie vor so ein übergeordnetes Thema. Ich sehe das Ganze jetzt mal als positives Signal. Ja und nein. Ja, deswegen, weil ich auch durchaus positiv sehe, dass mit der sinkenden Inflation, insbesondere in den USA, eventuell auch ein Rebound im Nasdaq 100 realistischer zu werden scheint. Und nein, weil die übergeordnete Situation sich doch nicht so verändert hat. Aber wie schon gesagt, die Veränderung ist die einzige Konstante und die Veränderung, die lebt auch mit den Wikifolios klarerweise mit. Da
Dann sind bei dir noch Pfizer beispielsweise drin. Wir kennen ja die alten Interviews von dir, dass bei dir Biotech, Pharma und so weiter, das ist sowieso dein Kerngeschäft, will ich mal sagen, das ist das, womit du dich gut auskennst. Aber da ist da eine Aktie, die passt so gar nicht ins Bild, und das ist PayPal. Ist auch im Minus bei dir. Momentan sind es minus 8,4%, Gewichtung 5,7%. Ist jetzt kein Schwergewicht im Depot. Trotzdem, warum PayPal? Ja, PayPal ist schon sehr stark abverkauft worden im letzten Jahr. Also dieser Trend nach unten hat ja vor circa einem Jahr, ein bisschen vor einem Jahr begonnen, und rein charttechnisch ist aus meiner Perspektive, und wie schon gesagt, das ist halt immer meine persönliche Meinung, könnte es hier zu einer Bodenbildung gekommen sein, zu einer soliden Bodenbildung um die 75 US-Dollar, 80 US-Dollar. Das stimmt mich insbesondere bei PayPal doch auch positiver. Natürlich ist es auch Spekulation, aber diese Spekulation ist hier eben mit abgebildet im Wikifolio-Umbrella und eben diese Gewichtung deswegen auch aufgenommen worden bei PayPal. Barrick Gold, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen, das ist deine Goldposition, deine Absicherung sozusagen, ist nach wie vor auch gewichtet mit 6,8%, leicht im Minus zum Zeitpunkt des Interviews. Klingt als Wert für dich diese Absicherung trotzdem noch notwendig? Ja, der Goldpreis ist ja ebenfalls gestiegen jetzt mit den besseren Inflationszahlen in den Vereinigten Staaten, stärkerer US-Dollar, steigender Goldpreis, zumindest das die Theorie, steigender Goldpreis, potenziell steigender Wert von Barrick Gold. Quartalszahlen sind ja auch geliefert worden, die waren gar nicht so schlecht, sage ich mal, auch charttechnisch aus meiner Perspektive durchaus eine Überlegung, und das bildet ebenfalls die Gewichtung im Wikifolio dann wieder ab. Ja, und dann eben Plug Power, über die müssen wir natürlich auch noch sprechen. Warum die? Warum hast du da zugekauft? Warum ist Plug Power für dich die Aktie, wenn du jetzt Gewinne mitnimmst, zu sagen, die gehen jetzt in Plug? Das hat mehrere Faktoren. Einerseits der Inflation Reduction Act von der Biden-Administration, die nicht so ganz positiven Wahlen für die Republikaner, die das torpedieren haben, hätten können, ja, immer auch natürlich im Konjunktiv. Das heißt, der Plug Power könnte durchaus von dieser übergeordneten Strömung profitieren. In der Folge ist es aus meiner Perspektive im Chartbild wieder zu einer Bodenbildung gekommen, könnte eine Bodenbildung vorhanden sein, und wenn man sich die Analystenzahlen ansieht von Plug Power, das sind teilweise Analystenziele, die ein Mehrfach des aktuellen Kurses hier widerspiegeln, und ich habe halt auch hier die Spekulation, dass die Analysten nicht so falsch liegen könnten, und Wasserstoff kann und denke ich wird in Zukunft eine viel wichtigere Rolle spielen, als es jetzt tut, und da gebe ich dem Herrn Elon Musk nicht recht, der ja das für unmöglich hält und immer wieder auch die Hindenburg erwähnt, wenn es um Wasserstoff geht. Ich glaube, von dem möchte ich eher Abstand nehmen. Ich bin da schon jetzt in diese Sparte gegangen, dass Wasserstoff mehr Chance und Nutzen hat, als es Risiko birgt. Ja, dann sind wir ja gerade schon beim Blick in die Zukunft. Wie optimistisch schaust du in die Zukunft? Bei Wikifolio-Tradern schaue ich mir dann üblicherweise die Investitionsquote an. Aber du bist ja eh immer voll investiert. Das ist bei dir ja keine Option, das über die Cashquote zu regeln. Deshalb, da kann ich es nicht ablesen. Ich frage mal ganz generell, wie optimistisch schaust du jetzt in die nächsten Wochen und Monate? Ich glaube schon, dass man generell immer optimistisch in die Zukunft blicken sollte, ja. Und wenn man die globale Situation ansieht, könnte durchaus so eine kleine Year-End-Rally ja auch mal wieder anstehen, und die Indizes sind ja sehr abverkauft worden. Also warum nicht auch wieder mal eine kleine Rally zum Jahresende? Und ja, das ist auch der Grund, wieso das hier sicherlich in den nächsten Tagen und Wochen wieder aktiver umgeschichtet wird. Vielleicht, wie so gesagt, im Konjunktiv habe ich einige Unternehmen in der Watchliste und Unternehmen, mit denen ich mich sicher auch noch besser identifizieren kann als Bankunternehmen, das vielleicht jetzt im Wikifolio vorhanden ist. Ja, da sind wir mal gespannt, was sich bei dir noch tut. Ist nicht das letzte Mal, dass wir miteinander sprechen. Richie, soweit vielen Dank. Dankeschön, danke. Wikifolio.com, die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG.